Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Samstag. Ja, wir schauen auf ein heißes Wochenende, aber auch auf ein Wochenende mit hoher Unwettergefahr. Ja, in der kommenden Nacht können schwere Gewitter im Westen des Landes aufziehen, die sich dann in Richtung Norden und Nordosten ausbreiten. Am morgigen Sonntag müssen wir unseren Hauptaugenmerk dann auf den Süden richten. Hier könnte sich unter Umständen eine schwere Unwetterlage einstellen, aber auch hier gibt es noch größere Unsicherheiten, auf die wir in den nächsten paar Minuten zu sprechen kommen wollen. Also insgesamt eine sehr komplexe Wetterlage, wo viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, die dann auch entsprechend Auswirkungen auf die Unwettergefahr haben. Jetzt gucken wir erstmal auf den heutigen Samstag. Der ist noch relativ sicher, den kann man noch relativ gut greifen, sodass sich heute Nachmittag dann einzelne Hitzegewitter im Osten und Südosten entwickeln können. Also so von Vorpommern über die östlichen Mittelgebirge, eventuell dann auch so bis zum Böhmerwald, Franken, einzelne Hitzegewitter. Wie gesagt, das werden lokale Ereignisse sein, die können kräftig ausfallen. Eine flächige Unwetterlage ist das aber heute erstmal nicht. Später zum Nachmittag, zum späten Abend können dann auch schon mal erste Gewitter von Frankreich unter Umständen Richtung Pfalz und Saarland aufziehen. Ansonsten im Westen und Nordwesten heute tagsüber keine Gewittergefahr. Hier kommt ein bisschen stabilere Luft rein. Temperaturen gehen ein klein wenig zurück. Richtig angenehm ist es im Nordwesten mit 21 Grad in Nordfriesland und 27 Grad im Emsland. Sonst überall wieder heiß mit teilweise 35, 36 Grad im Süden und Osten des Landes. Ja, und dann kommen wir mal auf die kommende Nacht zu sprechen. Ich habe dafür mal eine Warnkarte angefertigt, die zeigt, dass dann doch hohe Unwettergefahr im gesamten Westen und dann auch ausgehend dann weiter bis in den Norden besteht. Hier können dann von Frankreich, von Belgien her schwere Gewitter im Laufe der Nacht aufziehen. Da deuten die Wettermodelle relativ einheitlich an, dass sich unter Umständen auch ein größerer Gewittercluster oder eine markante Gewitterlinie von Frankreich und Belgien auf den Weg macht. Also zunächst mal wahrscheinlich betroffen, so Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und dann muss man einfach schauen, wie das Ganze dann im Laufe der Nacht weiter nach Norden bzw. nach Osten vorankommt. Kann durchaus sein, dass dann in den Morgenstunden das Ganze dann durchaus bis nach Schleswig-Holstein vorankommt und auch ostwärts eventuell bis nach Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Wir werden euch entsprechend auch mit einem Live-Ticker bei uns im Wetterkanal versorgen. Den werden wir heute Nachmittag starten und ihn über unsere Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter ankündigen. Da werden wir euch den ganzen Abend und auch die ganze Nacht drüber auf dem Laufenden halten. Also schaut da durchaus mal rein. Das ist also die Unwettergefahr. Fassen wir die kommende Nacht nochmal kurz zusammen. Im Osten erstmal noch letzte Gewitter, die relativ schnell dann in sich zusammenfallen. Ansonsten ist es in der Osthälfte trocken und klar. Im Westen kommen dann diese teils schweren Gewitter auf, die sich dann im Laufe der Nacht weiter nach Norden und Nordosten ausbreiten können. Dazu bleibt es überall warm mit Tiefstwerten von oder teilweise auch über 20 Grad. Ein bisschen kühler ist es einzig direkt an der Nordsee. Schauen wir auf den morgigen Sonntag und da habe ich mich verdammt schwer mit der Vorhersage getan und auch zu beziffern, wie groß die Unwettergefahr jetzt tatsächlich ist. Ich habe mal eine Warnkarte erstellt und wir sehen hier sogar einen Bereich im Süden des Landes, in Bayern und Baden-Württemberg. Da habe ich die höchste Warnstufe, habe ich lila gewählt. Gleichzeitig habe ich aber auch ein großes Fragezeichen gesetzt. Warum habe ich das getan? Nun, die meisten hoch aufgelösten Modelle, die sehen morgen wirklich eine brisante Unwetterlage für den Süden des Landes mit teilweise einer richtig markanten, fetten Squallline, die einmal von Baden-Württemberg über Bayern hinwegrauschen, hinwegwalzen soll. Und dabei wäre durchaus großer Hagel von über 5 cm in Betracht zu ziehen. Auch Orkanböen um 130 km/h sind möglich. Und auch das Tornadorisiko wäre in einem solchen Fall deutlich erhöht. Aber das sehen halt nicht alle Wettermodelle. Und es gibt halt noch die großen Unsicherheiten. Da spielen viele Faktoren jetzt momentan mit rein. Das muss man ehrlicherweise einfach so sagen, dass das noch überhaupt nicht sicher ist. Man muss einfach abwarten, was hat der Gewittercluster jetzt in der kommenden Nacht für Auswirkungen, auch für den Süden. Dann haben wir vor allen Dingen auch in Bayern und Baden-Württemberg morgen relativ viel Sahara-Staub in der Atmosphäre. Das dämpft die Einstrahlung, deutet für mehr Zirren hin, Schleierwolken hin und es kann dann auch entsprechend die Gewitterauslöse etwas dämmen. Hinzu ist es auch am Alpenrand noch föhnig. Also die Unsicherheiten gibt es. Wir werden euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten, über Social Media, über die neuesten Wettermodelle informieren und ich werde auch morgen früh nochmal ein Video mit dem entsprechenden Update dazu machen. Denn wir schauen nochmal erstmal auf den weiteren Bereich. Ich habe hier auch noch weiter nach Norden und Nordosten einen Bereich rot markiert. Auch hier kann es durchaus zu kräftigen und unwetterartigen Gewittern kommen. Aber auch hier gibt es halt noch die Unsicherheiten,
Gerade nach Nordosten hin zieht dieser Cluster hier rüber und nimmt eventuell auch viel Energie. Das muss man einfach nochmal abwarten. Das ist einfach jetzt noch gar nicht vorhersagbar. Nach Westen und Nordwesten hin, da habe ich keine Warnstufe gesetzt. Hier kann es auch einzelne kräftigere Gewitter geben. Insgesamt ist aber hier die Luftmasse nicht ganz so energiereich. Jetzt schauen wir mal auf die Unterschiede. Ich habe mal zwei Wettermodelle euch gegenübergestellt für morgen Nachmittag 17 Uhr. Auf der linken Seite, da seht ihr unser hochaufgelöstes Super-HD-Modell. Auf der rechten Seite das ECMWF-Modell. Ja, das Super-HD-Modell, so ein bisschen stellvertretend für momentan ja fast alle hochaufgelösten Modelle, sieht halt diese markante Gewitterlinie, die von Baden-Württemberg auf Bayern übergreift, mit dem besagten Großhagel, Orkanböen und der ganz großen Unwettergefahr. Beim ECMWF-Modell sieht man quasi gar nichts. So ein paar rosa Pixel, die auf so ein paar Hitzegewitter andeuten, aber keine Squall-Line, nichts von dergleichen. Und eigentlich ist das ECMWF auch ein sehr verlässliches Modell, also eigentlich das beste Globalmodell. Also die Unsicherheiten gibt es einfach noch und die müssen wir einfach auch weiter in Betracht ziehen. Wenn wir dann nochmal auf eine weitere Karte schauen mit den möglichen Windböen aus dem Super-HD-Modell, da sehen wir, im Rahmen dieser Gewitterlinie sind durchaus heftige Böen möglich. Wenn man da noch weiter reinzoomen würde, würde man erkennen, dass das bis in den Orkanbereich reicht. Fassen wir den morgigen Sonntag nochmal zusammen. Also im Süden, vielleicht sogar Vormittag schon die dichteren Wolken mit Schleierwolken, mit dem Sahara-Staub, dann mit der potenziell großen Unwettergefahr, mit den besagten Unsicherheiten. Auch ansonsten in Richtung Norden und Nordosten kann es lokal zu unwetterartigen Gewittern weiterkommen. Die Luftmasse ist heiß und schwül. Nach Westen und Nordwesten hin die Gewittergefahr nicht mehr ganz so groß. Ich habe sogar mal so vom Niederrhein bis zur Nordsee sogar trocken gelassen. Hier die Temperaturen schon häufig unter 30 Grad. Sonst, vor allen Dingen nach Osten hin, sind noch mal 36 oder 37 Grad möglich. Gucken wir noch mal ganz kurz auf den Beginn der neuen Woche. Auch am Montag wahrscheinlich noch im Osten durchaus heftige Gewitter, noch mal heiß mit bis zu 30 Grad. Dann wird die größte Wärme, größte Hitze und die energiereichste Luft wahrscheinlich so ein bisschen nach Osten abgedrängt. Aber vor allen Dingen im Süden kann es weiterhin zu kräftigen Gewittern kommen. Hier kommt auch noch die wärmste Luft weiterhin rein, während es nach Norden und Nordwesten hin nicht mehr so warm ist und auch die Unwettergefahr deutlich zurückgeht. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen früh wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.